Welcome to the United States of America. Hier erinnert bis heute König Dampf an die glorreiche Zeit der Industrialisierung, als die Denver and Rio Grande Western Railroad ihr Schmalspurnetz auf rund 3000 Kilometer Streckenlänge ausbaute. Vor über 100 Jahren wurde Chama an das Streckennetz angeschlossen. Am Fuße des Cumbres-Passes auf 2396 Höhenmetern gelegen, dampft es bis heute im Sommer und Herbst täglich. Auf einer Spurweite von 3 Fuß, das sind 914,4 mm, ist Chama einer der Ausgangspunkte der Cumbres and Toltec Scenic Railroad. Eine Schmalspur-Museumsbahn mit einer Länge von 103 Kilometern. Der Aufstieg auf den Pass mit über 3000 Höhenmetern erfordert bei großer Auslastung eine Vorspannlokomotive. Die Hin- und Rückfahrt mit dem Dampfzug an einem Tag ist nicht möglich. Typisch amerikanisch, ein ausgedehnter Giftshop. Zugegeben, die Deutschen könnten etwas von der Aufmachung und Vielfalt lernen. Der Rio Chama markiert den Beginn des 33 Kilometer langen, sagenhaften Aufstieges auf den Cumbres Pass. Für jeden Fahrgast zugänglich ist das Gondola-Car, in Deutschland als Schienencabrio bekannt. Perfekter Ort für einen Blick in die Weiten des Flusstals, das wir nach wenigen Kilometern verlassen und dem Pass entgegenstreben. Akustisch infernalisch. Wir sind hier auf einer Schmalspurbahn. Bei unserer Reise mit dem Zug wurde mit Vorspann gefahren. Die Mitfahrt im offenen Wagen, frische Bergluft, die atemberaubende Landschaft und die Akustik sorgen einfach nur für absolute Gänsehaut.
5 bis 6 Aufnahmen am Pass sind drin, aber dafür muss man sich ranhalten. Das Wasser im Kessel verdampft in diesen Höhenlagen bereits bei rund 90 Grad. Aber auch ohne diesen Fakt sind die Kessel der Rio Grande Class K36 unerschöpflich, so das Personal. Die Überhitzung am Pass liegt bei fast 500 Grad. Am steilsten Stück beträgt die Steigung 40 Promille. Hier als Docent bezeichnet, ist ein Reiseleiter auf jedem Zug mit dabei und steht Rede und Antwort. Auf der Passstrecke braucht ihn aber niemand. Windy Corner, das Felsmassiv, markiert den Scheitelpunkt der Passstrecke. Auftakt für den Schlussakkord aus 2 Zylindern. Und das Ganze begleitet vom beginnenden goldenen Indian Summer. Thank you.
Es ist geschafft. Der Cambrus Pass auf 3055 Höhenmetern erreicht. Die Vorspannlok verlässt uns und fährt zurück nach Chama. Von Ende Oktober bis Anfang Mai liegt auf dem Pass in der Regel Schnee und der Betrieb ist in diesem Zeitraum ausgesetzt. Der Feuerlöschzug verfolgt unseren Zug weiter bis nach Antonito. Diesen Streckenabschnitt zeigen wir euch in einem weiteren Video. Es ist und bleibt völlig irre, welcher intensiver, ja beinahe dramatischer Dampfbetrieb hier geboten wird.